Willkommen. Heute wollen wir euch diese Szene von unserer Krippe darstellen. Die Darstellung des Herrn im Tempel. Hier in dieser Szene sind wir vier Charaktere. Josef und Maria, die Jesus zum Tempel bringen. Und Jesus wird von Simeon und Anna aufgenommen. Wer sind Simeon und Anna? Simeon und Anna waren ein Priester und eine Prophetin, die sehr alt waren und die jeden Tag im Tempel beteten. Und die warteten auf den Herrn, die warteten auf den Messias. Die wussten, dass die ganze Verheißung in Israels, die ganze Verheißung in ihrer Geschichte in dem Messias sich erfüllt hätten sollen. Und wenn sie Josef und Maria begegnen, wenn sie dieses Kind sehen, die verstehen, der ist der Messias. Und das ist ein Wort für uns. In unserer Geschichte, alle unsere Erwartungen, alle unsere Verletzungen, die bekommen einen Sinn, wenn Jesus in unsere Geschichte reinkommt. Jesus, der als kleines Kind, als armes Kind, als etwas Unerwartetes in unser Leben kommt, um unserer ganzen Geschichte einen Sinn zu geben. Ein anderer Aspekt in dieser Szene ist dieses Schwert. Und Simeon meinte zu Maria, dass dieses Schwert wird ihr Herz durchbohren. Und es ist tatsächlich so passiert, vor allem als Jesus starb am Kreuz und Maria musste ihn schauen, als er starb. Aber sie hatte die ganze Zeit Hoffnung, dass Gott hat seinen Plan. Sie wusste die ganze Zeit, dass Gott seinen Plan hat für diese Geschichte. Und tatsächlich, Christus ist auferstanden und Maria hat es auch erfahren. Und was bedeutet das für uns? Dass unsere Leiden, unser Kreuz bleibt nicht für ewig. Dass Gott kann aus dieser Qualerei ein neues Leben schenken. Dass es gibt diese Auferstehung. Aus Priesterseminar Redemptoris Mater Berlin, Marco Marini, Kaspar Polinski. Frohe Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten.